Willkommen zurück zu Pokémon Schwert, Klappe die zweite. Oder so ähnlich. Mit dabei ist auch wieder der gute Dennis. Ja, heute bin ich mal mit dabei. Letztes Mal durfte ich nicht. Da du durftest. Gesagt, nee, du machst hier nicht mit. Ich brauch dich nicht mehr. Ja, genau. Mindestens. Ja, Klappe die zweite. Bei uns gerade eben, also mir ist gerade eben OBS abgekratzt. Aber es ist alles wie beim Alten. Deswegen ist doch vollkommen egal. Also, wir legen los. Ich kann vorhersehen, da kommt jetzt diese Alte da wieder, also die, das Vibe da. Weil! Du sollst dich spoilern. Ich glaube, mein Voldy mag dich. Du, kennst du die Städte von Passbeck? Ach ja, übrigens, prima, dass ich dich hier treffe. Ja, hier, die Städte von Passbeck, die ich gerade meinte. Ja, nun angeblich soll sie mit der Helden-Geschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr so zu sein. Ich würde dir die antike Stätte gerne mal zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkerstoß gegeben hast, würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Boom! Genau, boom! Da ist die Aufnahme abgekratzt. Ja, genau, an diesem Punkt war die Aufnahme genau mit diesem Bumm im Zusammenhang. Das war echt merkwürdig. Und ich sehe nur noch Retos Desktop-Hintergrund oder generell Retos Desktop und wundere mich, was ist jetzt los? Ja, das haben wir aber auch gefragt. Naja, es hat ein Kavums gegeben. Ein Kavums? Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das einfach von der antiken Stätte? Schnell, lass uns das sehen. Komm, Baldi! Wow. Lauft! Wir laufen hinterher. Und wir waren da schon mal oben. Aber, naja. Ist ja egal. Also, hoch mit uns und... Da ist ein Item. Ein Topfbeleber. Was passiert da oben? Ja, weiß ich ja auch nicht. Warum willst du denn nicht hingehen? Ich hab Angst. Guck mal hier. Ich hab ihn doch schon mal gesehen. Bist du ein Arena-Changer? Also, die sagt nichts Besonderes. Hat die auch hinguckt, ja. Naja. Reiß alles ein. Hör erst auf, wenn... Nein. Reiß alles ein. Hör erst auf, wenn du auch den letzten Wunschstern gefunden hast. Pities. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patinaraya, als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Oh man. Oh, nicht du schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Perfider Pör muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Ja, doch schon. Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten. Ist das klar? Okay. Ein Kampf mit Bertis. Verdammt. Ah! Also läuft alles schief anscheinend. Naja. Ich hab wieder Strom. Das ging ganz schnell. Mythodos. Und wir haben Flektos ganz vorne. Das ist eigentlich Psycho gegen Papa Psycho. Papa Psycho? Ja, Papa Psycho. Wir sind doch ganz normal Psycho. Genau, Psycho pur. Naja, wir probieren es mal, uns langsam anzusurfen. Ah, Reflektor ist jetzt nicht so klug von ihm. Das macht ja nichts. Wie hoch Fleck und auch einfach hüpfen kann. Aber das sieht auch kaum was. Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Aha, ist es dir? Jetzt machst du gleich die Gegenattacke? Naja, Zeitstrahl. Na? Soll ich verwirrt werden? Nö. Willst du verwirrt werden? Ah, nee, Surfer macht das gar nicht. Nee. Ja, war nicht. Wäre noch geiler. Ja, ich war ja noch Kopf. Kopfmäßig hängen geblieben bei... Ja, kopfmäßig hängen geblieben bist du, das stimmt. Ja, was? Genau. Bei Aquaville. Das ist die andere Attacke, ne? Richtig. Ja. Macht nichts.
Oh man, das macht doch was. Nur Spezialversorgung. Das wird zwar nicht sehr effektiv sein, aber wir sind gleich deadly. Dead und Lee. Deadly. Ja. Zielstrahl. Wir sind weg mit Flektos. Tschüss. Ich glaube, Flektos ist auch nochmal so ein Punkt, den man eigentlich überdenken kann. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, wann Flektos sich jetzt in der Form entwickelt. Das ist so ein bisschen doof. Oh, Zickzack. Du wirst das schon machen. Da vertraue ich auf dich. Mit Nachtdieb. Schließlich ist es jetzt Step. Genau. Zwei Pokémon Level ab. 31 und 34. Bohrschnabel. Genau. Ist besser als Pflücker. Ja. Bestimmt. Gut. Primano. Was ist denn jetzt das Primano gewesen? Ich weiß es doch auch nicht. Komm mal ran hier, Easter Egg. Na? Das könnte vom Typ Fee sein. Die Attacken meiner Pokémon sind einfach herausragend, oder nicht? Psycho. Das ist vom Typ Psycho, habe ich gerade gesehen. Okay. Das heißt, der Begegnung ist schon mal keine gute Sache. Richtig. Ach ja, der Reflektor wirkt ja noch, ne? Ja. Hm. Oh mein Gott. Was tust du? Bertis, du sollst dich mein Team auseinanderpflücken. Normalerweise gönne ich es dir, Retro. Allerdings gönne ich es Bertis nicht. Also von daher möchte ich, dass du diesen Kampf mal ausnahmsweise gewinnst. Oh, das ist aber nett von dir. Ja. Zudem bist du jetzt auch gerade in diesem Moment Sanja da hinten noch, ne? In der Ecke. Geht doch. Ja. Warum nicht gleich so? Ich weiß es doch auch nicht. Trollo hat Level 33. Trollo hat sich gar kein Wicket gehabt noch gestern in der Arena. Oh. Hornita, Typ Fee. Und Feuer. Hornita, Typ Fee. Und Feuer. Das ist die Regionalform aus Galar nebenbei. Ach so. Ach, das weiß ich doch nicht. Also normal ist es nur Feuer. Ich dachte, das hat jetzt irgendwie ein Fehltyp noch dazu bekommen oder so. Nein, guck dir das doch an, das hat pinke Mähne. Sieht ja hässlich aus, was? Das ist ja haben sie mit Ponita gemacht. Tja, ich hab's auf jeden Fall zerpflückt. Ist es in Ordnung für dich? Ja, ist in Ordnung. Okay. Und Hypno-Morba. Dann kämpfen wir doch gleich weiter. Ich muss einfach gewinnen. Für Präsident Rose. Ja. Er könnte ihn auch gleich heiraten. Oder nicht? Wäre eklig. Naja, er schwärmt so von ihm, ne? Ja. Ja, perfekt. Und jetzt nochmal ein zweites Mal bis. Wann lernst du einen Knirscher? Generell eklig, wenn dieser Bettis jemanden heiratet. Egal wen. Ja. Weil die erreicht Level 34. Zickzack ist noch mit am schwächsten. Ah, Knirscher! Ein Glück! Knirscher. Ich hau dafür Tackle weg, weil Tackle eine ziemlich schwache Attacke ist. Schwächer als Bissen sogar noch. Und dann kann Bissen mit dem Mix irgendwann anders wegfliegen. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung.
Wie kann das sein? Warum kommst du mir ständig, so taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte der Präsidentin. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem. Arena Challenger Batiste. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Pantinaraya von Präsident Torres geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren. Was kümmert sie schon ein paar alte Steine? Wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird. Glauben Sie etwa, dass Sie dem Präsidenten mit Ihrer Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich eine Assistentin sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Batiste, das reicht. Es schmerzt mich, zu sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleiner Junge entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir nur die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Galar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Klosterly zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Das kann nicht Ihr Ernst sein! Ich bin disqualifiziert? Damit begehen Sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Sind Sie entschieden, sich allen Ernstes für die Schlimmste von allen? Du hast ihn gehört, Batiste. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Da sind ja auch Sanja und Jonas. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Oh mein Gott. Ihr hört es gerade, unser Teamspeak kratzt ab. Der Teamspeak kratzt ab. Jetzt nicht mehr. Alles klar. Der Teamspeak ist wieder zurück. Ich hab mich so erschrocken. Hier plötzlich bist du ein richtiger Roboter. Das hätte man aufnehmen müssen. Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise schallen zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena Challenger üben ihre Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Beim Kampf von Batiste hat der Kommentator mal erwähnt, dass Batiste keine Familie habe. Als Rose ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Batiste alles für ihn zu tun. Was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. So schlecht sieht das jetzt auch nicht aus. Oder vielleicht doch? Vielleicht doch? Oh, was haben wir denn? Sie denkt nach! Hilfe! Erschießt sie, bevor sie Eier legt! Was hätten wir zu spät? Eis gelegt. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dadurch, dass diese Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was hat diese Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Die Pokémon. Ich finde cool, dass endlich mal der Name eingeblendet wird. Wer spricht?
Warum nicht immer so? Stimmt, das war ganz viel irgendwie gerade nicht so. Naja, das ist sonst nie so. Nur weil jetzt irgendwie eine Einblendung kommt. Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch was an den Statuen aufgefallen? Da sind wieder zwei Helden. Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi Inn dann nur eine einzige Heldenstatue steht. Platzgründe? Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb durfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist ein Pokémon. Das Schild ist ein Pokémon. Was nun? Ich weiß es doch auch nicht! Nimm noch irgendeins! Na, das habe ich mir auch gedacht. Hör auf zu denken. Jaus, hey, Ruhe da! Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schild mit sich und das andere ein Schild. Ein Schwert mit sich und das andere ein Schild, sorry. Hast auch einen Sprachfehler, ne? Ja, habe ich von meiner Oma abgeguckt. Oh nein. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild eins zu eng mit beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und das Schild für das andere. Der Schild? Heißt das Schild? Egal. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Beide Jünglinge sind also die Helden. Das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Da müsst ihr nach meinem Duden gucken. Mach ich jetzt hier mal. Mach das mal lieber. Duden. Nee, du musst es eigentlich erstmal jetzt weiter lesen. Das kannst du gleich machen. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder der Arena-Challenge widmest, sollten dir die hier helfen. Als nächstes geht's für dich nach Fairbelly. Richtig? Dann mal viel Erfolg dort. Zwei Belier. Du speist auch mit Steinchen um dich, ne? Immer. Ach so. Ja. Und schwuppdiwupp. Haben die was Neues zu sagen? Die junge Frau, die Nachforschungen zur antiken Stelle anstellt. Wie hieß sie noch gleich? Sanja, genau. Ist sie etwa Professor Magnolikas Enkelin? Ja. Okay, wir wollen jetzt hier nicht mehr mit allen Leuten quatschen. Aber jetzt darfst du gerne gucken, Dennis. Ich bin gerade dabei. Es heißt wirklich der Schild. Es heißt wirklich der Schild? Der Schild. Mein ganzes Leben ist hier dahin. Ja, der Schild. Der Schild. Was? Weiß auch nicht, ne? Naja, ist ja auch. Nur, da sieht man, man lernt nie aus. Auch wenn man dachte, es sei alles richtig gewesen. Man kann sich doch so einfach täuschen. Singularen Nominativ, der Schild. Plural, die Schilde. Dann Genitiv, der Schild des Schilds. Ich dachte, Aktiv, die Schild, der. Das ist ja. Oder ist es der Schild als Verteidigungswaffe und das Schild Wahrscheinlich. Und das Schild halt, das Schild ist wieder wie das, was jetzt hier ist. Das hier ist das Schild und das andere ist der Schild. Meine wahrscheinlich. Güte, ist das verwirrend. Och, Deutsch, ich hasse es. Oh mein Gott. Wir haben einen neuen Titel für diesen Part. Der das oder Schild das Schild? Schild? Oder das Schild und der Schild? Ach, das ist doch alles verwirrend, ist das. Wir gehen jetzt hier in den Steineichenwald, wollte ich gerade sagen. Aber das ist ja auch falsch. In den Wirrscheinwald. Und, ja. Mal gucken. Das ist auch mal das erste Mal in diesem, dass wir jetzt vernünftig in einem Wald sind. Und. Und das andere, das heißt dann Singular das Schild im Nominativ und dann Plural die Schild der. Ah, ist ja. Das verwirrend. Ja. Warum hat man ein einziges Wort und dann so verschiedene Regeln? Warum? Ja, weil Kirchen als Alter jetzt mit uns kämpft und er hat ein Hukumil.
Ich verstehe es nicht. Deutsch, erklär's mir. Ein Hohokumiel. Ach, wie auch immer. Wie sieht's mit meinen Effektivitätsdingern aus? Semi. Lass dich paralysieren. Anziehung. Warum hast du Anziehung? Oh mein Gott, das kann ja wohl nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Ich darf wohl, Liebe. Oh! Zickzack, Beste! Und nochmal Zickzack, weiter so. Bleib stark! Das ist nur ein Hukum. Ich hab dir gesagt, du sollst stark bleiben. Oh. Nochmal bitte, Kopfnuss, mach es fertig. Bitte, 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 Zickzack. Du kannst nicht deine große Liebe zerstören. Alter, was ist er für ein Unnern, Mann? Nein, es ist genau richtig. Die beiden sind nicht zueinander kompatibel. Nur weil es weiblich ist, ist es nicht gleich. Oh. Wer weiß, vielleicht hat es doch keiner ausprobiert. Vielleicht funktioniert es doch. Lammelux? Lammelux? Ein Lux, der Lamm. Ich weiß es nicht. Guck mal hier, Easter Egg. Lammelux. Sieht pflanzlich und fähig aus. Fähig? Wofür fähig? Oh, guck mal, Pflanze trifft, die Feuer trifft sehr gut darauf. Also war, hat das wirklich was mit der Pflanze zu tun? Oder Käfer. Wird. Ja, oder Käfer. Ich schlafe. Okay, wenn ich jetzt ein Heilungs-Item einsetze. Pflanzefee, war meine Vermutung doch richtig. Möchte ich jetzt einen Hyperheiler haben? Hyper, noch oder einen Aufwecker? Oh lala, und ich bin aufgewacht und er setzt Erstauner ein. Kann er nur. Es ist besser als einmal Spuren. Ah ne, das ist seine Fähigkeit. Feuersäulen. Hab keinen Bock wieder einzuschlafen. Verstehe ich jetzt nicht. Nee? Nee. Naja, war ja wieder klar. Was? Fatality? Was für ein Tee? Fatality. Ah, ganz schön fatal. Oh, ein Tee. Eine Teekanne. Das Pokémon kenne ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Tiefschlag. Es ist Geist. Geist. Ja, brennt wohl ganz gut. Und es ist besiegt, denn es ist weg. Kannst du nur. 35 mit Easter Egg. Gesundheit. Danke. Ui, das kam überraschend. Sonst hätte ich mich noch nie gemutet. Oha. Oha. Oh nein. Wir sind 35. Was, jetzt schon? Anscheinend. Das ging aber zu schnell. Ja, die erste Entwicklung war auch mit 15, glaube ich. Hä? Dennis, kommst du klar? Ich weiß es nicht. Ich möchte die Entwicklung starten, ohne dass du niest. Meine Nase juckt aber immer noch. Oh nein. Also, ich drücke jetzt A. Nein, B. Jetzt B. B, B, nein. B, B, B. Radio. Oh, das ist ein Libalo! Ja, das ist dann. Ja. Nur Feuer? Nur Feuer. Ohne Sekundartyp. Toll. Ja und? Feuerball. Feuerball. Erlernen wir. Weißt du warum? Weil es speziell ist? Weil es eine Spezialattacke ist. Dachte ich doch gerade. Ja. Was schmeißen wir raus? Was würdest du sagen? Du brauchst keine zwei Feuerattacken. Nitrolat, wo steht denn, ob das speziell oder physisch ist? Wo steht denn das? Die Attacke ist physisch. Feuersäulen ist speziell. Ja, und Nitroladung? Ist physisch. Wo steht denn das? Bei Kategorie. Direkt unter.
noch ein, jetzt unter Feuerball genau, steht jetzt Kategorie und dann haben wir da das Zackensymbol. Ach so, ach da, ich... Und da haben wir die Welle. So, okay, das heißt, das da ist jetzt physisch, richtig? Feuerball ist physisch, genau. Dann mach Nitro-Ladung weg, ist gut. Klar. Hört mich diese Anzeige da. Was, das stört dich? Verwirrt mich. Achso, ach komm, du kommst oder wird nicht klar. Ja, wir haben ein Libalo. Und mein originales Libalo. Mein originales Libalo von damals, das existiert auch noch. Hat ja damals auch schon im Feuerschatter gewählt. Und ich hab ein Item. Nice. Ein Blendpuder. Nur mein damaliges Libalo. Das ist ja wieder so ein Seltenheitsfaktor, dass das Starter-Pokémon weiblich wird. Und das Libalo, das wurde dann mehr ziemlich weiblich. Aber hier ist auch nichts mehr, ne? Was haben wir hier? Ah, Primano. Dieses Primano. Die sehen mir alle zu fehlhaft aus. Und was ist es? In Wirklichkeit? Genau, Psycho. Naja. Ich würde mal sagen, Nachthieb und gut ist. Wobei, ja. Es ist nur Training in dem Sinne. Es sei denn, du machst mich jetzt platt, aber nö, hat ja keine Wirkung. Ist ja Psycho auf Undicht. Ah. Von daher ist es doch relativ easy. Auf jeden Fall. Zigzag erreicht Level 32. Wäre großartig. Und ja, ein bisschen wirder Part, aber wir sind ja durchgekommen und den Wirrscheinwald, den erkunden wir dann beim nächsten Mal weiter. Das geht dann hier runter und ja. Also, beim nächsten Mal rennen wir straight durch nach Fair Valley. Geil, ne? Also wünsche ich euch daraufhin jetzt noch einen schönen Tag. Schönen Mittag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer. Und bis dahin. Bis beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Und bye bye. Ciao.